Wie funktionieren eigentlich die Porträts der Schulleiter? Sind sie lebendig oder tot? Das und mehr werden wir jetzt in diesem Video besprechen. Viel Spaß! Im heutigen Video werden wir uns mit dem Thema befassen, wie genau eigentlich die Porträts der Schulleiter in Hogwarts funktionieren. Genauer gesagt werden wir einen Blick darauf werfen, wie genau diese Gemälde in der Lage dazu sind, Ratschläge zu geben, da die abgebildeten Personen eigentlich tot sind. Außerdem werden wir besprechen, ob die Personen in den Porträts überhaupt richtig tot sind oder nur ihr Körper und ihr Verstand vielleicht im Porträt auf irgendeine Art und Weise weiterlebt. Ist ihre Intelligenz dieselbe oder ist es nur ein Schatten ihrer selbst? Bevor wir uns aber mit den eigentlichen Porträts befassen, ist es zunächst wichtig zu erwähnen, dass diese Gemälde völlig anders funktionieren als die magischen Fotografien, die in der Harry Potter-Reihe auftauchen. Wie du wahrscheinlich schon in den Büchern und in den Filmen bemerkt hast, können Fotos in der Zaubererwelt, anders als die Hogwarts-Porträts, Fotos von Hexen oder Zauberern sein, die entweder tot oder lebendig sind. Das spielt in dem Fall keine Rolle. Sie sind auch nicht in der Lage, mit den Lebenden zu sprechen. Sie bewegen sich einfach in einer Art Schleife, winken oder lächeln der Person zu, die das Foto gemacht hat oder die es in den Händen hält, so wie es zum Beispiel Harrys Eltern auf den wenigen Bildern tun, die er von ihnen hat. Die Fotos in der Zaubererwelt sind zwar technisch gesehen verzaubert, aber sie sind nicht annähernd so interaktiv wie die gemalten Porträts, die man in Hogwarts vorfindet. Die Porträts in Hogwarts werden von Hexen und Zauberkünstlern gemalt, die ihre Bilder mit Zaubersprüchen versehen haben. Sie werden so gemacht, damit sich die Porträtierten bewegen und mit den Lebenden interagieren können. Fotografien hingegen fangen einen Moment in der Zeit ein und werden dann in der Regel mit Magie entwickelt, um ihnen ihre Bewegungen zu verleihen. Außerdem scheint das Ergebnis der magischen Bilder ganz davon abzuhängen, wer sie entwickelt hat und wofür das Foto verwendet werden soll. In Die Kammer des Schreckens zum Beispiel werden Colin Creevys Bilder, die er mit einem Zaubertrank entwickelt, stark unterschieden von den Bildern auf den Schokoladenfroschkarten. Das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Aber mal zurück zu den Hogwarts-Porträts. Das sind Gemälde, die überall im Schloss von Hogwarts hängen und von den Künstlern, die sie gemalt haben, verzaubert wurden. Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass die meisten Porträts, die in der Schule hängen, das sind, was J.K. Rowling als zweidimensional bezeichnet hat. Ja, sie können mit den Lebenden interagieren, aber nur auf eine sehr begrenzte Art und Weise. Folgendes können sie tun. Sie können sich von Rahmen zu Rahmen bewegen, sogar in Rahmen, die zu einem anderen Gemälde gehören. Allerdings scheinen sie an die Rahmen gebunden zu sein, die in der Schule aufgehängt sind, was bedeutet, dass diese Figuren in den Gemälden Hogwarts nicht verlassen können. Sie können Zugang zu den geheimen Gängen gewähren und sehr oberflächliche Gespräche führen. Diese Interaktionen bieten ihnen die Möglichkeit, die Redewendungen zu verwenden, für die sie zu ihren Lebzeiten bekannt waren. Sie können jedoch keine guten Ratschläge geben oder zu tiefgründigen Gesprächen beitragen. Du erinnerst dich vielleicht an das Porträt der fetten Dame. Sie ist natürlich die denkwürdige Figur auf dem Gemälde, die den Eingang zum Gemeinschaftsraum der Gryffindors bewacht. Sie hat zum Beispiel die Fähigkeit, sich geheime Passwörter zu merken und Schüler auf der Grundlage einer richtigen Antwort, also dem richtigen Passwort, in den Raum zu lassen oder den Zutritt zu verweigern bei einem falschen Passwort. Sie kann sogar leichte Konversationen betreiben, aber sie ist absolut nicht in der Lage, einen hochintelligenten Diskurs zu führen oder Ratschläge zu erteilen. Wenn Harry oder ein anderer Schüler sie nach ihrer Meinung gefragt hätte, hätte sie nur ausdruckslos gestarrt. Aber das ist natürlich etwas ganz anderes als die Porträts der Schulleiter von Hogwarts, die allem Anschein nach viel mehr Intellekt haben als die normalen Gemälde. Wovon es allerdings abhängt, sind die Macht und die Fähigkeiten der Hexe oder des Zauberers, die auf dem Gemälde zu sehen sind. Es ist tatsächlich so, dass je mächtiger ein Zauberer im Leben war, desto lebensechter wird sein Porträt ausfallen und desto mehr kann es auch. Das erklärt, warum das Porträt von Dumbledore so fähig ist, Severus Snape noch lange nach seinem Tod aus seinem Rahmen zu beraten. Immerhin war er einer der mächtigsten Zauberer, die je gelebt haben. Aber wie genau funktioniert das Ganze? Nun, wie sich herausstellt, muss sich die Person vor ihrem Tod auch ein wenig anstrengen, damit das Gemälde so funktioniert. Es ist nämlich Tradition, dass wichtige Hexen und Zauberer noch zu Lebzeiten für Porträts zur Verfügung stehen, damit sie ihr Wissen nach dem Tod weitergeben können. Ihre Porträts wurden aufbewahrt und versteckt, damit sie nur mit lebenden Gegenstücken interagieren. Die Porträtierten besuchten ihre Gemälde so oft wie möglich und vermittelten ihre Erinnerungen und lehrten die Gemälde, wie sie selbst zu sein und zu interagieren.
Aus diesem Grund kann man sich vorstellen, wie ein Porträt so viele Erkenntnisse darüber gewinnen kann, wie ein Thema darzustellen ist, aber in einer Weise eingeschränkt ist, wie es zum Beispiel bei einem Geist nicht der Fall wäre. Das heißt, ein Porträt kann nur wachsen und von seinem Porträtierten lernen, wenn er es besucht, während sie noch am Leben sind. Die Porträts der Schulleiter sind also etwas wie Erinnerungsbücher des jeweiligen Professors, die in der Lage sind, zu reagieren und Menschen Ratschläge zu erteilen, die auf den Erinnerungen und Weisheiten basieren, die der Zauberer ihnen vor seinem Tod gab, aber nichts danach. Das alles erklärt auf jeden Fall gut, warum Dumbledore Snape so hilfreich helfen konnte. Da Dumbledore wusste, dass er im Sterben lag und dass Severus Snape sein Nachfolger werden sollte, wäre er wahrscheinlich sehr darauf bedacht gewesen, seinem Porträt alle Details und Theorien, die er über Voldemort, die Horcrux und Harrys Rolle in dem allen hatte, mit seinem Porträt zu teilen. Einfach damit die gemalte Version von ihm selbst Snape unterstützen konnte, nachdem er selbst, also Dumbledore, tot war. Zu beachten ist auch, dass jede Hexe oder jeder Zauberer nur einmal gemalt wird. Danach können sie in verschiedenen Rahmen in verschiedenen Einrichtungen aufgehängt werden, die sie ehren wollen. Trotz unterschiedlicher Ansichten und Meinungen ist jedes Schulleiterporträt dazu verpflichtet, dem Schulleiter oder der Schulleiterin zu dienen. Eine einzige Sache, was das Thema betrifft, verstehe ich nur noch nicht so ganz. Wenn jemand, der ein magisch gemaltes Porträt von sich hat, seine Ansichten und Ratschläge in alle Ewigkeit verbreiten kann, warum sollte dann nicht auch ein Zauberer wie Lord Voldemort oder sogar Gellert Grindelwald nicht auch eines dieser magischen Porträts von sich anfertigen lassen? Es gibt viele Bösewichte, auch in der realen Welt, die Memoiren von sich weitergegeben haben oder ihre Gedankengänge für zukünftige Generationen erklären und verständlich machen. Warum also nicht einer von ihnen? Natürlich kann ich mir vorstellen, dass es für einen normalen Zauberer schwierig sein wird, einen Künstler zu finden, der bereit ist, ihr Porträt anzufertigen. Und ich wette, es wäre auch ziemlich teuer. Aber für Lord Voldemort und Grindelwald wäre es sicher nicht allzu schwer gewesen, einen Künstler zu finden, der bereit ist, sie zu malen. Ich meine, es muss doch auch einige Künstler unter den bösen Zauberern gegeben haben, oder? Nun, zum einen glaube ich, dass diese beiden dunklen Zauberer viel zu sehr damit beschäftigt waren, anderen Formen der Magie ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Der zweite Grund ist, dass ich glaube, dass diese Zauberer zu eitel waren, um für ihre Zeit nach dem Tod zu planen. Sie waren so sehr damit beschäftigt, diejenigen zu unterjochen, die sich ihnen zu Lebzeiten widersetzten, dass sie nicht einmal daran dachten, was nach ihrem Tod kommen würde. Aber vielleicht ist es auch nicht so und es wurden Gemälde von ihnen geschaffen, von denen wir einfach nichts wissen. Oder fällt dir ein anderer Grund ein, warum diese Zauberer kein Gemälde von sich haben machen lassen? Was denkst du darüber? Würdest du gerne Ratschläge von einem Porträt bekommen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.